Hallöchen, ich melde mich heute mal wieder und zwar ganz aktuell mit dem Lesemonat für den Monat April. Das war mein bisher bester Monat. Ich habe 6 Bücher gelesen, davon eins zum zweiten Mal und ich erzähle euch ein bisschen davon. Ich sitze hier in warmem Pulli. Ich habe nämlich so sehr gelüftet, dass es tatsächlich ein bisschen frisch geworden ist und ja, ich mich deswegen jetzt in meinen Lieblingspulli kuscheln mit liebe Sie, Lucy Spraggan drauf. Aber jetzt geht's los. Als erstes habe ich in diesem Monat gelesen von Matt Haig, The Truth Pixie Goes to School. Das ist ein Buch, das ist, ich glaube, im Februar oder März bei mir eingezogen. Ich habe es entdeckt und dachte mir, wow, es gibt noch ein neues von The Truth Pixie. Und ich habe mich sehr gefreut. Das hier ist quasi schon der zweite Teil von The Truth Pixie. Eben Goes to School, also die Wahrheitselfe geht in die Schule. Der erste Teil war nur die Wahrheitselfe. Und das Ganze ist wieder mal geschrieben von Matt Haig und illustriert von Chris Mould. Da steht er. Chris Mould. Ich finde total schön gestaltet, innen drin, auch mit so kleinen, schönen Illustrationen. Und eine Sache, die muss ich mal eben ganz kurz raussuchen, die ist so quasi aktuell passend zur Corona-Chaos-Zeit. Aber ich fand das so passend. Ich habe es angeguckt und da war gerade noch so richtig aktuell so die erste Welle an Hamsterkäufen. Und es ist mal wieder irgendwie eine ganz nette Geschichte. Total nett gedichtet und ausgedacht. Ja, ich liebe einfach die Bücher von Matt Haig. Vor allem seine Kinder-Weihnachtsgeschichten. Die sind ja mein absoluter Favorit. Also A Boy Called Christmas, The Girl Who Saved Christmas und Father Christmas and Me. Und das, was ich gerade gesucht habe, mit der Klopapierrolle. Ich fand das einfach herrlich, dieses Bild. Und ich dachte mir so, es ist zwar kein Hamster und ja, ne, es hat jetzt, das Buch hat eigentlich nichts mit der aktuellen Zeit zu tun, aber es hat irgendwie gepasst. Genau. Also, für diejenigen, die vielleicht nicht unbedingt im April oder Frühling, Sommer Weihnachtsbücher lesen können und wollen, die sollten sich das für nächstes Weihnachten vormerken. Ich werde da bestimmt nochmal ganz viel dazu erzählen. Denn ja, die 3 Bücher rund um den Weihnachtsmann haben mir schon sehr gut gefallen und die möchte ich weiterhin immer, immer wieder in die Kamera halten und empfehlen. Und jetzt eben auch The Truth Pixie und zwar Teil 1 und 2. Dann zum zweiten Mal gelesen habe ich, und es war für mich eine Ehre, dieses besondere Buch nochmal zu lesen, von Anne Freitag, Mein Leben basiert auf einer wahren Geschichte. Ich habe es im letzten Jahr, als es erschienen ist, schon unglaublich geliebt. Ich habe noch gar nicht so viel davon geschwärmt, weil ich einfach im letzten Jahr nicht so viele Videos gedreht habe, aber jetzt darf ich noch mehr schwärmen. Ich liebe es einfach. Ich liebe die Geschichte rund um Rosa, Frank und David. Ja, der ganz besondere Roadtrip durch Australien, diese Zeit, die die durchmachen, die Art, wie sie miteinander reden, kommunizieren und umgehen auch. Ich finde eine ganz besondere Geschichte und ich liebe sie. Anne Freitag kann es einfach. Ich finde, sie kann es einfach und zwar kann richtig gut erzählen, kann richtig gut schreiben und nimmt mich jedes Mal wieder mit und es ist oft genug eine Berg- und Talfahrt an Emotionen, an Situationen. Es ist berauschend und wunderschön zu lesen, wie sie etwas formuliert. Ich finde, sie kann das unglaublich gut. Sie hat da bestimmte ein Gespür dafür, wie sie etwas ausdrückt. Und ich finde auch jedes Mal wieder die Gestaltung der Bücher unfassbar schön mit einer eigenen Playlist, die hier drin ist und Bild dazu. Mit dem Buchrücken, mit dem Camper drauf, hier vorne drauf mit dem Rucksack oder natürlich auch hinten drin mit ein paar Gegenständen, die ja für jeden so ein bisschen stehen, die hier auftauchen im Buch. Und auch das ist, wie ich finde, richtig, richtig toll. Abgesehen davon ist es ein gebundenes Buch, hat eine wahnsinnig tolle Farbe und ein Lesebändchen. Ich komme quasi aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus, denn für mich passt hier alles rundherum. Außer, dass es natürlich, wie jedes Mal so ist, ich lese es und egal welches Buch von Anne Freitag ich lese, ich lese und entdecke ihre Geschichte und ich bin mittendrin und mit dabei
und möchte nicht, dass es endet und weiß doch, dass es bald kommt. Und andererseits ist es natürlich auch schön, weil sie es auch gut schafft, irgendwie das Ende so hinzukriegen, dass man mindestens mit einem Lächeln zurückbleibt, oft genug auch mit Tränen in den Augen, aber das ist gut so. Und sie, ich werde einfach immer, immer wieder zu jedem Buch, das von ihr erscheint, greifen und freue mich sehr. Jetzt im Mai erscheint ihr neues Buch, Das Gegenteil von Hasen. Ich freue mich riesig darauf und werde es dann auch direkt verschlingen, so wie ich es mit diesem Buch eben auch gemacht habe im letzten Jahr. Genau, ich habe es, habe ich glaube ich schon erwähnt, eingangs nicht alleine gelesen, ich habe es zum zweiten Mal gelesen und zwar dieses Mal zusammen mit meiner besten Freundin Lisa. Leider hat es ihren Geschmack nicht so sehr getroffen, wie es meinen immer trifft, aber das macht gar nichts. Wir kommen gleich noch zu einem anderen Buch und das hat uns beide begeistert. Also dementsprechend sind wir in diesem Monat nicht irgendwie leer ausgegangen oder ist sie nicht leer ausgegangen, ohne gute Geschichte. Apropos Lisa, ich höre nicht auf, sie immer, immer wieder zu empfehlen. Sie hat einen ganz tollen Instagram-Account. Ich schreibe ihn euch wie immer hier unten hin. Zeilengewitter ist dort ihr Name und schaut einfach mal vorbei. Sie hat unfassbar viele Bücher gelesen im April, ganze 11 Stück plus eine Kurzgeschichte. Also da lohnt sich's auch. Also ihr kriegt da viele gute Buchtipps, nicht nur wie bei mir meistens so ein paar wenige. Deswegen machen wir mal gleich weiter und zwar mit Lea Singer Anatomie der Wolken. Ich habe mich unfassbar auf dieses Buch gefreut. Ich habe das schon länger bei mir liegen, habe das meines Wissens gebraucht, gekauft. Jedenfalls schaut es auch so aus. Also Mängelexemplarstempel, ne? Sonst ist nichts dran. Ich habe es zur Hand genommen, da es das erste Buch mit dem A, Anatomie, das erste Buch meiner ABC-Challenge ist. Und ich wollte diese Challenge unbedingt angehen. Ihr kriegt auch noch ein Video zu dieser ganzen Challenge übrigens im Mai. Und dieses Buch dreht sich eigentlich darum, dass Johann Wolfgang von Goethe und Caspar David Friedrich sind beide auf ihre Art und Weise, auf ihrem Gebiet, große Künstler, große Genies und sie verlieben sich beide in die gleiche Frau. Steht zumindest schon allein hier auf der Banderole vorne drauf und auch hinten drauf steht gar nicht so viel mehr. Das Ganze, wie gesagt, ich bin musikalisch ein bisschen unterwegs, sieht man heute sogar auch hier ein bisschen im Hintergrund und wenn ich mich zur Seite lehne, sieht man sogar meine Ukulele. Also musikalisch definitiv offen und gerne mit dabei und der Titel war so richtig meins. Trotzdem hat es mich überhaupt nicht gekriegt und überzeugt. Ich habe, ich glaube, rund 36 Seiten gelesen und das könnt ihr auch euch nochmal angucken. Ich habe das Ganze im Ostervlog schon mal erwähnt und gezeigt, auch ein bisschen drüber gesprochen. Es war irgendwie nicht meins. Der Schreibstil hat mich überhaupt nicht abgeholt. Überhaupt nicht. Ich hab ungelogen bestimmt 3 Seiten gelesen und hatte keine Ahnung, was ich gelesen habe. Aber nicht, weil ich zu müde war oder weil ich nicht aufmerksam genug war, sondern einfach, weil ich es nicht verstanden habe. Und das ist noch nie passiert. Also ich würde mal behaupten, so ein bisschen was habe ich in der Birne und deswegen habe ich auch nicht, ja, bin ich nicht dahinter gekommen, warum ich es nicht verstanden habe und das hat es nicht besser gemacht. Das heißt, ich habe dann, wie gesagt, noch ein paar Seiten weitergelesen und mich reingebissen letztlich und reingefuchst, aber so richtig hat es mich irgendwie nicht gekriegt. Ich weiß auch nicht. Es hat mich nicht überzeugt, es hat mich dann nicht interessiert, es hat mich nicht reingezogen. Ich hatte nicht das Gefühl, ich bin dabei. Es war so ein bisschen merkwürdig. Also mir hat vor allem, wie gesagt, der Schreibstil nicht besonders gefallen und konnte mich nicht überzeugen. Wer weiß, vielleicht hat einer von euch das Buch gelesen. Dann schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare, wie ihr das Buch fandet. Ich bin sehr gespannt, weil ich, wie gesagt, habe gar keinen Zugang dazu gefunden. Wir kommen zu dem eigentlich schon Highlight des Monats. Ich kann es nicht anders sagen. Ich liebe Anne Freitag, wie gesagt, ich habe schon sehr viel geschwärmt jetzt. Aber dieses Buch war quasi ein Jahr neu für mich und dementsprechend Highlight für den Paris, du und ich von Adriana Popescu. Und dieses Buch hat schon auch eine kleine Geschichte gehabt, bevor ich es gelesen habe überhaupt. Das heißt, ich habe das letztes Jahr zu Lit Love mitgenommen. Auch das könnt ihr euch angucken. Anne Freitag war, ach Quatsch, Adriana Popescu natürlich, war total überrascht, als ich da mit einem Riesenstapel, ich glaube insgesamt um die 10 Bücher ankam, die sie für mich signieren sollte. Zum Teil für mich, eins auch noch für meine Cousine, weil sie damit nicht gerechnet hat, dass ich da plötzlich stehe und zum Meet and Greet komme und sie dann für mich, ja,
10 Bücher signieren darf. Sie hat direkt erstmal ein Foto davon gemacht, dass ich tatsächlich mit so vielen Büchern daherkomme. So, unter anderem war auch Paris, du und ich dabei, das schon länger bei mir steht, dass ich aber aus irgendwelchen Gründen noch nicht angefangen hatte. Vielleicht hatte ich zu sehr Angst, das wäre mir zu jugendbuchig. Muss ich gestehen. Aber es war herrlich. Es war einfach so toll. Ich finde gar keine Worte dafür, wie toll ich es fand. Worum geht's? Nein, anders. Also ich kam da eben zum Signieren von den Büchern und sie hat auch dieses hier signiert. Und dort hat sie reingeschrieben, für Anja, be awesome, in Klammern auf Französisch, alles Liebe, Adriana. Und sie hat dann dazu gesagt, dass, ich habe gemeint, ich habe es leider noch nicht gelesen, möchte ich ganz dringend machen. Und dann hat sie gemeint, ja, viele sagen ihr, sie wollen es nicht lesen, weil es Paris ist irgendwie und das schreckt sie eher ab oder Frankreich und das wollen sie nicht unbedingt und so weiter. Und ich habe gemeint so, doch, also ich will es gerade deswegen will ich es eigentlich lesen. Dann hat sie gemeint, ja, sie ist dann schon mal gespannt, wie es mir denn gefällt. Und mir hat es total gefallen, wirklich total. Ich finde es daran spannend, weil ich irgendwann ja angefangen habe, immer zum Erscheinungstermin, ich glaube mit Mein Sommer auf dem Mond hat es begonnen, das habe ich direkt gekauft und direkt gelesen. Und so war es dann auch mit Morgen irgendwo am Meer. Und genauso wie bei Anne Freitag eben auch, dass ich auch irgendwann angefangen habe, die Bücher zum Erscheinen zu lesen. Nicht weg und nicht da. Genau, nicht weg und nicht da. Den Mund voll ungesagter Dinge. Und natürlich dann eben auch mein Leben basiert auf einer wahren Geschichte. So. Und dieses Buch ist ja vorher erschienen, bevor die anderen Bücher von Adriana erschienen sind. Und ich habe es dann mir zwar gekauft, aber irgendwie nicht direkt gelesen, als ich es gekauft habe und auch deutlich nach Erscheinen gelesen. Und hatte ein bisschen Schiss, dass mich immer dann irgendwie das neueste Buch am ehesten überzeugen kann. Aber dieses Buch hat mich total überzeugt. Also bitte lest es. Es dreht sich um Emma und Vincent. Emma und Vincent. Vincent. Falls ihr mögt, dann guckt doch mal bei meinem Tag vorbei. Verlinke ich euch auch einmal oben von Ab in den Frühling. Getaggt wurde ich von der lieben Anka von Ankas Geblubber und ich habe dieses Buch auch bei einer Frage hochgehalten. Vincent. Es ging nicht anders. Und zwar, Emma verguckt sich in den Austauschschüler, in den französischen Austauschschüler Alain. Alain geht natürlich wieder zurück nach Paris, als diese Austauschzeit in Deutschland vorbei ist. Und dann haben sie noch Kontakt und Emma plant dann, Alain zu überraschen und zu besuchen in den Herbstferien. Und ja, wir haben jetzt gerade Frühling. Ich finde, es passt auch in den Frühling, dieses Buch. Völlig egal. Das muss man nicht unbedingt im Herbst jetzt lesen, weil es so eine schöne Stimmung macht. Und ich finde, die darf auch im Frühling oder Sommer da sein. Auf jeden Fall will sie ihn überraschen. Allerdings macht ihr nicht Alain die Tür auf, sondern Chloe. Und diese böse Überraschung hat dann so einige Folgen, wie sich Emma natürlich fühlt und was sie macht. Und ich kann nur sagen, ich habe zusammen mit Emma geweint, mich gegenüber Vincent zu Beginn verschlossen und habe dann aber auch jede Sekunde mit ihm genossen. Und wir treffen nicht nur auf Vincent, also Emma trifft hier nicht nur auf Vincent, sondern auch auf Jean-Luc. Ich glaube, Jean-Luc heißt er, oder? Ich manchmal mit Namen, es tut mir so leid. Ich glaube und hoffe. Und der hat ganz tolle Tipps parat. Ich liebe ihn auch, absolut. Er ist so richtig einer, den möchte man haben. So ein bisschen der weise Freund, der immer mal wieder gute Ratschläge gibt und auf die man hören kann und auch ein Stück weit wird. Und ich habe mich... ich kann es nicht anders sagen. Ich habe mich ein bisschen in Vincent verguckt, muss ich sagen. Ich muss ihn jetzt irgendwie mit Emma teilen. Aber natürlich habe ich mich auch sehr in Paris verliebt. Ich war noch nie in meinem Leben in Paris und wollte das schon lange mal machen. Hatte jetzt noch mehr den Drang. Ich habe dieses Buch, ich glaube, Karfreitag beendet. Und ich wäre am liebsten sofort ins Flugzeug gesprungen. Aktuelle Situation lässt es nicht zu, aber ich hätte es so gern gemacht. Und wenn es nur für 2-3 Tage gewesen wäre, ich hätte so gern Paris erlebt, wie ich es hier kennengelernt habe mit Emma und Vincent. Ich hätte so gerne diese Buchhandlung erlebt. Ich hätte Montmartre kennengelernt, Sacré-Cœur. Ich hätte gerne alles gesehen, was die gesehen haben und erlebt haben. Und das müssen nicht die Wahrzeichen und die prägnanten Sehenswürdigkeiten sein.
ich hätte gerne auch einfach so dieses Gefühl gehabt, in Paris zu sein, das ich hier gekriegt habe, glaube ich. Ich glaube sehr fest daran. Deswegen, dieses Buch ist definitiv in mein Herz eingezogen, hat sich einen Platz in dem Regalbrett der Lieblingsbücher verdient. Da stehen sowieso schon alle anderen Bücher von Adriana. Und ich kann ab sofort nur noch davon schwärmen. Eines Morgens hat sich dann dieses Buch hier dazwischen geschummelt. Das ist auch nicht ganz so dick, ist auch noch nicht so lange bei mir. In diesem Jahr erst eingezogen, meine ich. Von Jost Den Garda, genau richtig. Die kurze Geschichte einer langen Nacht. Also hier seht ihr ja meine Bücherregale. Und ich sitze auf meinem Bett und am Ende oder Kopfende von meinem Bett, da stehen nochmal Bücherregale und auf die gucke ich jedes Mal, jeden Morgen, wenn ich Sport mache. Und dieses Buch ist mir aus irgendeinem Grund eines Morgens ins Auge gesprungen und ich musste es einfach zur Hand nehmen. Deswegen habe ich es auch zur Hand genommen und habe es dann gelesen. Ging recht schnell, trotzdem eine wahnsinnig tolle Geschichte. Ich finde, Jo Steingarder kann super gut Geschichten erzählen und viele Geschichten sind schon so lange her, dass ich eigentlich auch wieder welche nochmal lesen würde, ganz gern. Das sind, ach ja, 125 Seiten, also nicht viel, aber richtig gut. Hier erzählt uns der Autor eine Geschichte über einen Mann, der wiederum seine eigene Geschichte so ein bisschen erzählt. Dieser Mann sitzt in einer Hütte am Glitretjern. Ich glaube, so heißt er. Zu Deutsch der Glitzersee. Und dieser See und dieses Häuschen, diese Hütte hat eine ganz wunderbare Bedeutung für ihn und für seine Familie. Glitretjern. Ja, hatte ich schon recht, der Glitzersee. Wir erfahren ganz viel darüber, wie es dazu kam, dass dieses Häuschen ihm und seiner Frau gehört, wie es weiterhin zu anderen Umständen kam. Wir erfahren so mit der Zeit und zwischen den Zeilen eigentlich eher, wie so die Familienkonstellation ist und wie da so manches gelaufen ist auch. Also man kriegt den Eindruck, man lernt die alle kennen, so, also so nicht der Reihe nach vorgestellt, sondern so im Erzählen. Und das ist total angenehm und so, als ob man wirklich dann plötzlich alles wüsste über die. Natürlich weiß ich ganz viel nicht, aber ja, es erscheint dieser Eindruck und der war total schön und bereichernd. Ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt, auch wenn dieses Buch zwischenzeitlich immer mal in eine Richtung geht, bei der man sich so denkt, so huch, okay, wie geht denn das Ganze aus? Also ein Stück weit Schiss habe ich vor dem Ende schon gehabt, muss ich sagen. Und so mit der Zeit kristallisiert sich auch raus, was die Problematik ist und warum er da sitzt und diese Geschichte schreibt. Und eigentlich diese Geschichte für seine Familie schreibt, aufschreibt. Und auch manche Sachen da verrät, die er sonst so noch nie verraten hat. Ja, das macht einem wieder bewusst, dass es manchmal ganz gut ist, zurückzugucken, aber mit einem guten Gewissen und einer kräftigen Portion Positivität dann auch wieder nach vorne zu gucken. Also gar nicht dabei zu bleiben, bei dem nach hinten schauen und trauern um Dinge, die vielleicht vergangen sind. Und ja, hier drin spielt ein roter Pullover eine Rolle und das hat mich wieder so richtig daran erinnert, ich hätte hier eigentlich rote Wolle liegen und wollte mir selber einen roten Pullover stricken. Vielleicht, wer weiß, kommt das bald und vielleicht hat dieses Buch nochmal einen Anteil oder einen Anstoß gegeben, damit ich das jetzt wirklich mache. Vielleicht, ja, war auch dieses Buch ausschlaggebend dafür, dass ich für mich selber, für meinen nächsten Geburtstag, da es ein großer runder Geburtstag ist, dass ich da mir selber einen Brief schreibe. Und das habe ich jedenfalls getan. Und ich freue mich jetzt schon auf diesen Brief, weil ich schon längst wieder vergessen habe, was ich reingeschrieben habe. Aber ich weiß, er war schön. Ich habe vor Freude geweint, als ich ihn geschrieben habe und nochmal gelesen habe. Und deswegen auch diese Geschichten schaffen, Bücher zu erzählen, beziehungsweise in uns auszulösen. Und das mag ich so sehr an denen. Ich komme jetzt zum letzten Buch und ich hätte niemals gedacht, vor einem Jahr oder so noch, dass ich dieses Buch jemals gelesen in die Kamera halte. Es ist Blackout von Mark Ellsberg. Es schaut vielleicht gar nicht so dick aus. Es sind trotzdem 800 Seiten. Und ich bin sehr froh und stolz darauf, dass ich die tatsächlich geschafft habe. Ich habe sonst in letzter Zeit schon länger nicht mehr als 500 Seiten oder so 400 irgendwas gelesen. Da sind 800 schon irgendwie fast das Doppelte. Deswegen, ja, bin ich umso mehr stolz darauf, dass ich es tatsächlich gelesen habe. Wer schon ein bisschen länger hier mit dabei ist auf diesem Kanal, der kennt dieses Buch vielleicht schon und sagt sich, hä, hat sie das nicht mal abgebrochen und aussortiert? Ja, hat sie. Hat sie definitiv. Hat sie dieses Buch dann nochmal gekauft? Ja, hat sie auch. Das heißt, ich habe das in diesem Jahr oder Ende letzten Jahres nochmal gekauft,
auf Anraten, also ganz, ganz dringendem Anraten einer Patientin, aber es kamen dann noch mehr Stimmen auf, die dann auch gemeint haben, doch, ich müsste das dann auch ganz bald mal lesen. Das habe ich nun getan und ich kann nur sagen, heftig. Ein heftiges Buch. Ich weiß noch, ich habe das schon mal gekauft. Das war noch zu Buchhändlerzeiten. Das heißt, das ist jetzt schon 5, 6 Jahre her, also schon eine Weile. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Und ich weiß, ich bin genau bis Seite 100 gekommen und habe es dann abgebrochen. Das heißt, 700 Seiten kannte ich noch nicht von diesem Buch, die ersten 100 schon. Jetzt beim zweiten Mal lesen kamen die mir sehr wenig vor, diese 100 Seiten. Sehr, sehr wenig. Also mehr so wie 30 bis 50 Seiten, aber nicht wie 100. Von dem her, was auch passiert ist. Weil auf Seite 100 fängt dann wieder eine kleine Überschrift an. Um genau zu sein, ist das ganze Buch aufgeteilt in Tage. Die sind dann jeweils so gestaltet. Also da steht immer Tag und eine Zahl und dann der Wochentag quasi. Und dieses Symbol eben, dieses an, aus, wie auch immer, Strom an, aus, Einschaltknopf-Symbol. Und zum Beispiel ist Tag 2 erst auf Seite 150 dann. Da ist dann schon einiges und innerhalb dieser Tage springen wir zu verschiedenen Orten. Und am Anfang sind es so Orte wie Mailand, dann Rom, Ips-Persenbeug, weil da ein Kraftwerk ist. Also manche Orte, die sind jetzt nicht so bekannt und dann lernt man die kennen. Brauweiler ist dann auch nochmal ein Kraftwerk, beziehungsweise Bonn, Berlin kommt immer wieder mal vor. Irgendwann kommen dann auch so Orte wie Brüssel, viel vor Paris. Brüssel, Den Haag kommt noch öfter vor, Saint-Laurent, weil da auch ein Kraftwerk ist. Also diese Orte unterteilen dann den Tag jeweils nochmal in einzelne kleinere Abschnitte, die sogar zum Teil recht schnell wechseln und manchmal ärgert man sich fast, dass es gerade in dem Moment wechselt. Das ist so ein manchmal wie so ein Mini-Cliffhanger. Wie geht es denn jetzt an dem Ort weiter? Und man muss erstmal gefühlt 50 Seiten lesen, bis man wieder an diesem Ort ist. So. Es dreht sich letztendlich darum, dass in ganz Europa brechen die Stromnetze, also die Versorgung durch Energie und Strom, bricht zusammen. Irgendwann nach einer gewissen Zeit bricht das Ganze auch in den USA zusammen, aber dazu ist es nicht ganz so wichtig. Und wir verfolgen sehr, sehr viel, so als einzelne Personen, vor allem Piero Manzano, der in Mailand ist und eigentlich ein Hacker, ein IT-Fachmann, wie auch immer ist, und der dadurch ein bisschen wachgerüttelt wird und sich damit beschäftigt, was diese Smart Meter, also die intelligenten Stromzähler quasi, was die so damit zu tun haben und was diese Codes, die die anzeigen, auch damit zu tun haben. Wir sind dann auch irgendwann noch bei dem Europol-Kommissar François Bollard, keine Ahnung, wie man den ausspricht. Ich habe mir immer Bollard gedacht, also so richtig deutsche Aussprache, auch wenn es nicht so ganz passt. Irgendwann ist auch noch Heartland so ein richtiger Person, die man sehr viel folgt, der man sehr viel folgt. Genau, Lauren Shannon spielt dann noch mit, wie heißt sie denn mit Vornamen, die andere? Angström, Bondoni, das ist der Nachbar von Manzano. Also so verschiedene Personen kommen da noch drin vor, aber es ist nicht ganz so personenbezogen, sondern es geht schon sehr um dieses, wie wird dieses ganze Dilemma aufgelöst, wie wird dieses Chaos wieder beseitigt, das da entstanden ist. Denn durch Strom fehlt es an vielen Dingen. Nicht nur Licht und Internet und dass der Kühlschrank, die Waschmaschine, die Spülmaschine, der Herd nicht gehen, sondern es geht zum Beispiel auch die Wasserversorgung nicht mehr, weil wir dafür ja Pumpen brauchen, die wieder über Strom betätigt werden. Genauso kann auch nicht mehr getankt werden, weil das der Treibstoff, also Diesel, Benzin, was auch immer, kann nicht aus dem Tank in das Auto gepumpt werden. Es bricht ganz viel in großen Industrien zusammen. Zum Beispiel ganz viele Tiere sterben jämmerlich, weil Beispiel Milchkühe, die können nicht gemolken werden, weil es so viele in einer Fabrik sind, dass das händisch gar nicht machbar ist und dementsprechend die Milchkühe schreien und daran sterben, dass sie so viel Milch im Euter haben, was ganz, ganz furchtbar ist. Also ganz viele Vorgänge da drin, die waren für mich echt schlimm und auch schlimm zu ertragen und schwer zu ertragen, aber es ist Realität, wenn das passiert. Und natürlich stellt man sich immer mal wieder die Frage, was wäre denn, wenn jetzt hier auch Stromausfall wäre?
Und zwar nicht nur für eine Stunde oder für einen Tag, das ist meist schon schlimm genug und es stört einen schon schlimm genug, aber bei denen hat es eben gefühlt erstmal gar kein Ende und ich verrate jetzt mal auch nicht, wie lange der Stromausfall hier geht. Und dementsprechend bricht dann alles zusammen. Man kann sich auch vorstellen, ganz viele andere Dinge funktionieren nicht mehr. Man kann zum Beispiel nicht mehr Geld abheben, man kann nicht mehr elektronisch bezahlen, sondern nur noch mit Bargeld. Man kann eigentlich nicht mehr in den Supermarkt rein und raus, weil die haben meistens automatische Türen, Aufzüge funktionieren nicht, Rolltreppen funktionieren nicht. Und um dann das nochmal größer zu greifen, oder was heißt größer, noch in einem Bereich zu greifen, der auch mich betrifft so ein Stück weit oder bei dem ich sehr eng mit dabei bin, die Geräte in einem Krankenhaus funktionieren nicht. Das heißt, die medizinische Versorgung kann nicht mehr aufrechtgehalten werden. Natürlich gibt es sowas wie Notstromgeneratoren und eine Notstromversorgung. Trotzdem hält die auch nicht ewig. Also auch in der Realität, das ist jetzt nicht nur alles fiktional, also in der Realität hält das auch nicht ewig. Und wenn das so eintreten würde wie hier in diesem Buch, puh, dann gnade uns Gott, wenn wir irgendwie so ein bisschen die Chance haben, uns zu versorgen. Wer kann über eigene Dinge, wie zum Beispiel auch zum Teil über Sachen im Garten, die er anpflanzt, über zum Beispiel eine Grundwasserpumpe oder zu der er irgendwie Zugang hat in der Nachbarschaft vielleicht auch oder Reserven, die man sich angelegt hat selbst. Also es ist schon durchaus kritisch. Und hier in dem Buch ist es außerdem so, dass es im Februar passiert. Das heißt, Februar ist es doch durchaus frisch. Es wird jetzt zwar mit der Klimaerwärmung immer wärmer. Das wäre in dem Fall tatsächlich ein Vorteil. Aber ansonsten, normalerweise ist es im Februar noch recht frisch. Es kann auch im Februar schneien und es kann auch gefroren sein. Und deswegen ist es jetzt nicht so einfach. Und man kann sich das ja dann nicht aussuchen, wann der Strom ausfällt. Heißt dementsprechend ja auch, man hat es zum Beispiel überall durchaus sehr, sehr kalt. Die Menschen haben in diesem Buch teilweise ihr Wohnzimmer angezündet bzw. fast abgefackelt, weil sie es nicht ausgehalten haben, weil es so kalt war. Und sie haben sich ein Feuer mitten im Wohnzimmer gemacht. Ist natürlich nicht sinnvoll, verstehen wir alle. Aber wie handelt man denn, wenn man in so einer Ausnahmesituation ist? Mir war das am Anfang, ich weiß, beim ersten Mal lesen war es mir zu viel alles. Ich konnte das nicht. Ich konnte nicht damit umgehen, dass das so viel passiert und an also vielen verschiedenen Orten. Und es war mir irgendwie, das war mir alles zu viel. Das habe ich gemerkt und das weiß ich auch heute noch. Und deswegen habe ich es jetzt anders gemacht. Ich habe mir nämlich kleine Notizen gemacht am Anfang zu den verschiedenen Orten und Personen. Ich hätte es durchgehend weiterführen können, habe ich aber gar nicht, weil ich es nicht mehr gebraucht habe. Nach einer gewissen Zeit. Da war mir das alles bewusst genug. Mir war genug eingebrannt zu den verschiedenen Personen, zu den verschiedenen Orten. Das war irgendwie, ja, da waren die wichtigen Personen, die auch immer wieder vorkamen und die auch bis zum Ende durchgingen, die waren so sehr im Kopf, dass ich da jetzt nicht jedes Mal irgendwie nachgucken musste, wo hat der gestartet und wo ging es hin und so weiter. Das meiste ist eben, wie gesagt, man verfolgt den Informatiker Piero Manzano, der das am Ende, ja, der einfach grundsätzlich eine wichtige Rolle spielt. Sagen wir es mal so, ich will jetzt nicht spoilern, ne? Muss ich gar nicht. So, mit Marc Elsberg verbindet mich außerdem noch ein bisschen eine besondere Geschichte. Marc Elsberg war nämlich auch einmal in der Buchhandlung, als ich da noch gearbeitet habe, auf einer Lesung. Zu dem Zeitpunkt mit seinem Buch Zero. Zero habe ich als Hörbuch gehört. Das ist auch schon einige Jahre her. Das habe ich relativ kurz nach Erscheinen quasi gehört. Hat mir damals durchaus auch gefallen. Zero geht halt um eine ganz andere Thematik. Da geht es mehr um Ausspionieren, um Drohnen, Wanzen, wie auch immer, NSA abhören, solche Stichwörter. Das ist hier ja gar nicht der Fall. Ausnahmezustand. Ich muss gestehen, es war durchaus immer mal wieder beklemmend, weil dieses Buch ist jetzt ja nicht so richtig schön, sage ich jetzt mal. Das ist alles sehr düster da drin, logischerweise. Und gleichzeitig drumherum hier die Situation momentan Corona. Jetzt aktuell, es ist jetzt der 1. Mai. Wenn ihr das seht, ist der 2. Mai vermutlich. Jetzt ist es aktuell ja so, dass ich als Einzelperson dürfte auch wieder jemanden außerhalb meines Haushaltes treffen, zumindest mit gewissem Abstand, wie auch immer, Sicherheitsvorkehrungen und so fort. Die Schulen starten so langsam wieder, nicht nur Supermärkte, sondern auch andere Geschäfte dürfen wieder öffnen und. Das heißt, es löst sich gerade so einiges wieder auf. Aber als ich das gelesen habe, war das nicht der Fall. Das heißt, es war schon so ein bisschen dieses Isoliertsein und dann in diesem Buch abtauchen und
in diesem Buch ist es quasi anders. Also in diesem Buch wird einem dann die Situation normal oder diese Vorstellung normal, dass sich die Männer nicht mehr rasieren, um Strom zu sparen, falls sie überhaupt Strom haben oder Zugang zu Strom. Es wird normal, dass man sich denkt, so, okay, das mit dem Waschen ist was hier in dem Buch ist, was Besonderes, wenn man die Chance hat, sich irgendwo waschen zu können, ordentlich duschen zu können, wenn man eine ordentliche Mahlzeit kriegt und, und. Und ich habe mich dann erwischt, wie ich dann spazieren gegangen bin zum Beispiel, habe jemanden gesehen, den ich länger schon nicht mehr gesehen habe, und dessen Bart war gewachsen. Ich dachte mir kurz so, stimmt, ja klar, machen wir ja momentan nicht so, die Herren, den Bart schneiden, weil kein Strom ist. Und im nächsten Moment traf es mich wie ein Hammer mit der Erkenntnis, hier ist kein Stromausfall. Du musst nicht so einen Gedanken haben, dass die Männer sich nicht rasieren können. Ja, also daran lag es nicht. Das lag nicht an irgendeiner Art von Stromausfall. Und natürlich ist es dann auch ein bisschen merkwürdig, wenn hier in dem Buch die Leute die Nähe suchen, zum Teil in großen Massen, eher zusammendrängen oder auf einen Platz drängen alle zusammen, ganz, ganz eng und sich fast zertrampeln, um an Essen zu kommen. Und man aktuell in den Zeiten hier sich nirgends versammelt, zusammensteht oder so gut es möglich ist, zumindest so viel Abstand wie nur möglich hält. Das war so zum Teil totaler Kontrast und zum Teil war es natürlich da drin irgendwie schlimm und hier in der Realität auch nicht so richtig schön immer, wenn man eben die Zeit eher alleine verbringt. Deswegen, ja, vielleicht nicht der passende Moment. Andererseits habe ich beides durchgestanden. Also was soll jetzt noch kommen, so ungefähr. Ich kann es nur allen ans Herz legen. Wer Angst hat vor den 800 Seiten, probiert es aus. Es muss nicht jetzt aktuell sein, wo die Lage eben noch nicht so sicher ist. Drumrum, aber guckt es euch definitiv mal an. Es ist wahnsinnig spannend. Es hat bei mir viel bewegt und bewirkt, gerade im Denken, dass ich bewusster damit umgegangen bin. Ich habe auch manches Wochenende, habe ich bewusst auf manche Stromdinge verzichtet. Einfach weil ich mal wieder gucken wollte, wie fühlt sich das denn an? Nicht um mich selber irgendwie zu geißeln, sondern wie ist es denn? Brauche ich das denn gerade wirklich? Brauche ich die ganze Zeit Erreichbarkeit und Internet zum Beispiel? Oder brauche ich die ganze Zeit jeden Stecker in der Steckdose, den ich gerade nicht nutze? Beim Wasserkocher, bei der Mehrfachsteckdose, die ich nur selten anmache und so weiter und so fort. Also solche Dinge habe ich ganz bewusst irgendwie wahrgenommen. Und auch dafür bin ich mal wieder sehr dankbar in meinen Büchern. Das war es jetzt aber nun mit dem Lesemonat April. Der ist ziemlich lang geworden. Ich hatte totales Redebedürfnis über die Bücher, die ich gelesen habe. Ich finde fast alles tolle Bücher, bis auf mein abgebrochenes. Und ich hoffe, ihr hattet natürlich auch einen schönen Lesemonat im April. Bei mir, wie gesagt, ich habe jetzt sehr viel darüber gesprochen, aber es sind nicht mehr Bücher geworden. Vielleicht für einen oder anderen nicht nachvollziehbar. Aber ich arbeite nahezu normal. Also für mich ändert sich momentan nicht so viel. Ich bin Ergotherapeutin, ich mache, solange meine Patienten kommen, immer noch meinen Job. Und dadurch, dass die öffentlichen Verkehrsmittel, zumindest hier bei mir, nicht so normal fahren wie sonst, habe ich die Chance, mehr Zeit unterwegs zu sein. Das heißt aber nicht, dass ich unbedingt mehr zum Lesen käme. Eher, dass ich einfach mehr unterwegs bin und dementsprechend nicht mehr Freizeit habe als sonst, sondern die nahezu gleich geblieben ist. Dadurch auch nicht mehr Zeit hatte zum Lesen. Jetzt schreibt mir doch gerne, was ihr gelesen habt im Monat April. Ich würde mich sehr freuen. Ich bin wahnsinnig gespannt auf den Monat Mai. Es zeichnet sich ab, dass ich vielleicht so ein, zwei, drei Leserunden bzw. gemeinsames Lesen habe mit ganz tollen Menschen. Zumindest ist es so grob geplant. Und ich freue mich sehr darauf, wenn das alles klappt. Ich freue mich auch sehr darauf, weil noch ganz tolle Videos kommen im Mai. Einige sind schon vorgedreht. Da geht es um so Sachen wie neue Bücher zum Beispiel. Ihr dürft gespannt sein, was alles eingezogen ist. So ein paar andere Dinge kommen da auch noch auf euch zu. Und noch mehr dürft ihr euch freuen. Ich freue mich zumindest riesig. Es steht ein ganz, ganz besonderes Jubiläum an bei mir. Beziehungsweise auf diesem Kanal. Jetzt nicht bei mir privat so, das, sondern hier auf diesem Kanal. Und das dürft ihr dann Anfang Juni mit mir teilen. Ich will es euch jetzt nur schon mal ankündigen, weil ich mich so sehr drauf freue. Ich plane ein bisschen was und ihr dürft euch dann überraschen lassen. So, jetzt ist aber Schluss für heute. Schaltet gerne am Dienstag wieder ein. Da kommt ein Neuzugänge-Video. Es tut mir leid.
Es tut mir leid, Lisa, jetzt habe ich es verraten. Aber ja. Am Dienstag kommen neue Bücher. Seid gespannt, was da alles bei mir eingezogen ist. Ich wünsche euch ein wunderschönes restliches Wochenende und wir sehen uns dann hoffentlich ganz bald wieder. Bis dahin, lest schöne Bücher, macht's gut und tschüss.